unsere Hosen, die haben heimlich Platz für Kiesel, Aprikosen und manchen anderen Schatz. Die Aufgabe ist es, die Menschen weder abzurichten noch unterrichten, sondern sie aufzurichten, sie aufzubauen. Wie können wir es erreichen, dass Jugendliche möglichst häufig das beglückende Gefühl haben, etwas verstanden zu haben? Die Käsestullen stopfen wir in die Taschen tief. Sind das die Momente, wo das Gehirn sagt, hoppla, jetzt ist interessant. Jetzt ist irgendwas passiert, was ich mehr haben will. Also werde ich mich in diese Situationen demnächst öfter begeben. Das ist im Prinzip, könnte man sagen, unser Lernturbo. Für Kiesel, Aprikosen und manchen anderen Schatz. Wiederum großes Interesse herrschte am nunmehr dritten überregionalen Bildungskongress des Evangelischen Schulvereins Vogtland am 17. Mai 2010 im Reichenbacher Neuberinhaus. Das Motto lautet: Starke Kinder brauchen starke Partner. Im Mittelpunkt steht also die Frage, wie Kinder und Jugendliche gestärkt werden können. Starke Kinder, aber nicht stark im Sinne der Ellenbogen und ich setze mich gegen den Rest der Welt durch und zu Lasten der anderen. Was für die Kinder gelte, sei auch für ihre Partner wichtig. Und Lehrer-Schüler-Beziehung, das hat nichts mit Mutter Teresa zu tun. Sondern da geht es um erwachsene Personen, die mir helfen, meine Ziele zu erreichen. Da geht es um Verbindlichkeiten, da geht es aber auch um Einforderungskultur. Da geht es darum, dass wir Dinge abmachen und sie auch einfordern und sie auch einhalten. Die Handlungsgrundlagen liefert die Neurobiologin Katrin Hille anhand der Ergebnisse verschiedener Experimente, der von ihr sogenannten neurobiologischen Binsenweisheiten. Das ist übrigens das erste Grundprinzip des Aufbaus der Großhirnrinde, alles vom Gehirn außen dran. Das ist hier nicht nur, wenn es ums Tasten geht oder nicht nur um Bewegung geht, sondern auch ums Hören und ums Sehen. Das, was viel Platz braucht, das bekommt auch viel Platz. Erstes Grundprinzip. Dieses Prinzip beginne mit der Geburt jedes Menschen zu wirken und führe dazu, dass Kinder entweder erfolgszuversichtlich oder misserfolgsängstlich werden. Otto Herz verdeutlicht das an einem alltäglichen Beispiel. Ein Kind stößt unabsichtlich eine Vase um. Und manchmal hört man Sätze: Alles, was du anfasst, machst du kaputt. Kinder, die unter solchen Bedingungen aufwachsen, lernen früh Furcht vor Misserfolg. Und dabei komme es doch darauf an, so Otto Herz, dass Kinder früh Hoffnung auf Erfolg lernen. Und wer erfolgszuversichtlich auf Dinge zugeht, wird eher und häufiger auch Erfolg haben. Nicht einfach, aber möglich sei es, dass starke Partner misserfolgsängstliche Kinder zu erfolgszuversichtlichen machen. Die Kraft wirkt auf den Werkstoff, die Kraft geht weg und der Werkstoff, der Ball, ja, ist verformt. Plastisch verformbar. Und auf diese Art und Weise haben Neurowissenschaftler den Begriff Plastizität sich ausgeborgt, wenn sie sagen, das Gehirn passt sich an. Je nachdem, was für Umwelt auf das Gehirn eintrifft, diese Umwelt hinterlässt ihre Spuren. Darum sei es wichtig, bei Kindern ein sogenanntes Kohärenzgefühl zu entwickeln. Und Freude an der Leistung heißt nicht irgendwo diese Verkniffenheit, diese Verkrampftheit, sondern das gute Gefühl haben, etwas getan zu haben und das erfolgreich getan zu haben. Und ich will unseren Lernenden möglichst häufig dieses gute Gefühl gönnen. Voraussetzung dafür sei natürlich, so Katrin Hille, dass der Lerngegenstand eine Bedeutung für sie hat. Als die Fußball-WM und die Fußball-EM in Deutschland waren, das Panini-Prinzip, die Kinder haben Panini-Bildchen gesammelt und die kannten sich aus beim Fußball. Die kannten jeden Stürmer, die wussten, wie gut die sind, die kannten die Namen, wie oft die eingesetzt worden sind und die waren meist besser als die Erwachsenen, in dem allen das zu kennen. Und auch wenn dies bei den Kindern individuell sehr unterschiedlich sei, so müsse diese Vielfalt als Ressource erkannt werden. Die didaktische Revolution, der Paradigmenwechsel, heißt eben nicht mehr, der Hund wird durchgenommen, sondern die neue Frage heißt, ein Tier, das mich interessiert.
Dieser Wechsel zum individuellen Lernplan begründe sich zudem in der extremen Unterschiedlichkeit des Entwicklungsstandes gleichaltriger Kinder. Man könne darum Klassen, so Andreas Müller, nach vielen Kriterien bilden, nur nicht nach dem Alter. Ich zeige Ihnen mal ein paar komische Gesichter. Und diese komischen Gesichter haben Katrin Hille erklärt weitere neurobiologische Binsenweisheiten und Andreas Müller, wie diese in seinem Institut zur alltäglichen Praxis werden. Das sieht dann etwa so aus. Also Lernteams, da arbeiten die Jugendlichen eben an ihren individuellen Verbindlichkeiten. Sie arbeiten mit anderen zusammen, sie lernen voneinander und miteinander. Die Umsetzung des Kongressmottos erfordere insgesamt viel Vertrauen in die Kinder und ihre Fähigkeiten. Aber wenn es gelänge, dann wäre schon viel erreicht. Dann wächst die Bereitschaft, sich mit einem Lerngegenstand auseinanderzusetzen, gerade auch dann, wenn er widerständig wird, außerordentlich an und die Leistungserfolgskurve geht nach oben. Für unterhaltsame Abwechslung zum anspruchsvollen Vormittag sorgte nach der Mittagspause der Schweizer Gedächtnistrainer Gregor Staub. Wenn Sie dann eine Stunde später Menschen fragen, was war eins auf Thailändisch, sagen die vielleicht Wüng oder Müng oder Lüng. Aber wenn ich in meinem Schuh drin ein Nashorn sehe, das sitzt in einem Überfallwagen, ist ein wenig eng. Das können Sie gar nicht mehr durcheinander bringen. Jetzt können Sie nicht mehr Müng sagen. Ist kein Nashorn, ist ein Nashorn. Die letzten beiden Stunden des Bildungskongresses 2010 in Reichenbach gehörten am Nachmittag drei Workshops. Der systemische Therapeut Jens Bohrmann sprach mit den Teilnehmern über die Vermeidung von Überforderungsprozessen im beruflichen Alltag und Otto Herz über das ABC der guten Schule. Katrin Hille und Andreas Müller schließlich hatten angeregte Diskussionen über Lernsituationen aus neurowissenschaftlichem Blickwinkel. Aufgrund der großen Resonanz wird der Bildungskongress in Reichenbach 2011 eine Fortführung finden. Die beiden Referate sowie ein ausführliches, vertiefendes Interview mit jedem der drei Referenten finden Sie auf den beiden DVDs. Wir bedanken uns für Ihr Interesse an dem Bildungskongress und freuen uns auf ein Wiedersehen 2011.